Wir haben Sonntag, 29. November 2020, 17:26 Uhr, Winter 7 Inlandzeit. Der Stream startete 17:25 Uhr. Noch startet das Spiel nicht, ich heize noch die Xbox vor. Ja, bereite einen neuen Goal vor. Welches stream ich denn? Hey, mit 1000 und die sind heute sogar flüssig. Stream mit 1000 Kilobit und die sind flüssig. Yay! Kann ich mich selber hören, sehen, riechen, schmecken? Ja. Tienchen in the house! Bitch! Was geht? Syrien in the house! Bitch! Was geht? Gleich geht's los! Ich heiz nur meine Konsole vor. Und so lange müsst ihr mit mir Vorlieb nehmen. Mit meiner Schönheit. Speichern und starten. Funktioniert das? Ja, funktioniert. Dann jetzt. Ja. Steuerung Copy. Und dann bei OBS einbinden. Oh Gott, das ist so lange her. Ich habe schon das so lange schon nicht mehr gemacht. Ist das Medienquelle? Ich will einen neuen Goal einbinden in meine Streams und ich weiß nicht mehr. Oder aus das Browser. URL? Da ist es. Ah, da ist er. Guck, wir haben einen neuen Goal. Und über den freuen wir uns ja wohl. Ja, Moment. Wir machen den hier kürzer. Und dafür insgesamt größer. Ja, so hübsch. Ja, so ist hübsch. Jetzt versuche ich mal die Xbox zu starten. Ja, das ziehen wir jetzt mal rüber. Habt ihr Bild? Ja, guck, so was schreibt so ein schönes. Ach, da hat wieder ein, da wird fremder ein, was hier spammt. Kam noch jemand? Nein, nur Tienchen zu rühren. Hallo nochmal. Hä, warum habe ich jetzt kein Bild? Ich sehe, dass ihr Bild habt, aber ich habe keins. Warum habe ich kein Bild auf dem Fernseher? Hallo. Ich habe schwarzes Bild auf dem Fernseher. Och man. Jetzt habe ich Bild auf Fernseher. Und ich habe festgestellt, dass mein Ghoul noch keinen Namen hat. Ich muss mein Ghoul noch einen Namen geben. So. Hammer. Und damit ich überhaupt was höre. Muss ich sie zu den Lautsprecher laufen lassen? Weil das Spiel läuft über meinen Fernseher. So. Spielst du mal nach Stream? Wie, ich spiele nach Stream? Das verstehe ich nicht. Gerade noch so einen Anruf hier habt. Hi. Nochmal. Na, wie war dein Wochenende? Meins, ich habe geackert wie ein Irrer. 1 Million CDs beseitigt.
kommen Videos dazu auf meinen zweiten Kanal. Jetzt abonnieren und ab Mittwoch angucken. Da wird es ein, zwei Wochen lang sehr viele Entmistungsvideos geben. Sie wird wieder unaussprechlich. Nein, die sind noch nächsten Monat wieder dran. Da kommen unaussprechliche Sachen. Ich muss jetzt noch irgendwas machen, ja. Meinen goldenen Namen geben. Ich habe festgestellt, dass ich komme auf Tippi nicht mehr klar, weil der Browser das in letzter Zeit alles eindeutscht. Ich kann kein einziges Wort lesen. Titel optional. Genau. So. Damit die Leute wissen, wofür sie spenden. So. Und speichern. So, das ist direkt in OBS angezeigt, oder? Mach mal schnell. Wie immer ans Kopfende. Ach, wo ist es denn? So, ist hübsch. Nee, man muss den Link, glaube ich, dann nochmal neu machen. Wenn er gespeichert ist, dann muss man hier unten drauf und rechtsklick und kopieren und dann einbetten als Browser Source. Gott, man verlernt es immer wieder. Das macht man echt nur alle paar Monate mal. Der Titel steht nicht da, warum nicht? Ich hab doch jetzt den neuen gebettet. Speichern und aktualisieren. Ja, da müsste jetzt der Name drüber stehen. In der Vorschau steht der Name drüber. Geht das jetzt komisch? Stormkopie. Und Eigenschaften. Und die machen wir weg. Stormfügen und okay. Ja, hier steht's da. Guck mal. Ach, jetzt hat der Name. Ja, so ist hübsch. So. Und ich bin heute flüssig. Sie hat, habe ich schon gelesen, ist ja eh übermorgen schon. Was ist übermorgen? Nächster Monat? Ja, ist richtig. Aber noch nicht. Ab Tag 1 gibt es noch keine unaussprechlichen Sachen. Die gibt es auch schon ein bisschen später. Also, Tienchen, ich erwarte, dass du ab Mittwoch Punkt 18 Uhr alle Messis Videos auf meinem Zweitkanal anguckst, likest und kommentierst. Damit du weißt, wie mein Wochenende war und was ich so tue. Jetzt spielen wir Fabel. Ach, endlich kann ich mich ausruhen. Ich mache gerade diese blöde Architektenmission, wo ich ständig in fast jedes Land von Albion reisen muss und irgendwas ausbuddeln. Und ich will heute nochmal einen Schießstand. YouTube ist doof. YouTube ist geil. Ach ja, ich hatte Sex mit meiner Partnerin, weil ich den letzten Gegenstand hier, weil das letzte Ding, was ich ausbuddeln musste für die Archäologin hier in meinem Heimatdorf von meiner Partnerin in meinem schönen Schloss war. Mensch, in so einer Kutschenkarren möchte man noch leben. Hallo, Oha, wo soll ich die Zeit hernehmen? Weil ihr so lieb alle, die folgen, das sind zwei Stück. Besorgt, weil ihr so lieb wenn ich es rechtzeitig schaffe, das zu rendern und zu schneiden und nicht dazwischen kommen, dann gibt es jetzt kommenden Mittwoch 18 Uhr und den Mittwoch darauf 18 Uhr ein Video auf meinem zweiten Kanal. Die zwei Videos wirst du ja wohl stemmen können. Also sind recht lang. Und da siehst du dann wirklich alles, was ich gemacht habe. Habe ich ein kleines Geschenk? Wichtig ist, dass du kommentierst, dass ich weiß, du hast sie gesehen. Weil ihr so lieb wart, schönes Smiley, Syrien, hast du. Wo hast denn du das? Da steht, Tienchen ist gifted leader. Hat aber selber keinen Z vom Namen. Fällt mir gerade so auf, weil Syrien jetzt mein Smiley gepostet hat. Ist mir gerade aufgefallen, dass Tienchen keinen Chat hat, aber bei gifted leader bedeutet das, der hat schon ein oder mehrere gespendet hier auf meinem Kanal. So muss das laufen. Wenn ich dran denke, mache ich es. Lass dir dann eine Kommi da. Okay, ich verlasse mich auf dich. Ein Ruckelziel. Nein, ruckeln tue ich heute nicht. Ich bitte sagen, ich ruckle schon wieder. Ich streame doch schon nur mit 1000 Kilobit. Ich gucke jetzt mal, ob ich ruckle.
Also, wenn ich so ein bisschen zuckle, ist das nicht schlimm. Solange es nur mein Kopf ist. Was wollte ich sagen? Hallo Snowden. Ja, von meinen 4000 Kilobit kommen nur noch 2000 an. Schon hat Teamchen wieder ein Z, ne? Danke fürs Smiley. Fürs Abo. Was ist aufgelaufen, Dienchen? Nüscht ist abgelaufen. Hast ein schönes blaues Set, Syrien hat ein schönes goldenes Set und Schnone hat ein schönes rotes Set. Was heißt, dass Schnone den höchsten Rang hat, ne? Rot ist, glaube ich, nee, pink ist, glaube ich, das Ende, oder? Wo kann man nachgucken, wie lange schon jemand gemacht hat, wie viele Monate? Warte mal, ich fahre mal mit dem Mauszeichen. Ja, 9 Monate ist er dabei. Der Fino ist länger. Ja, der Fino, den schlagt ihr nicht mehr. Der ist so zuverlässig wie früher bei UFO, ist er jetzt bei mir. Ich habe einen neuen Haus- und Hofhund. Der Fino, eine treue Seele. Er ist wirklich hier weit über 12 Monate, der Fino, mittlerweile schon. Und ich bin ein bisschen stinkig auf Tippi. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, aber nur wenn ich mich nicht verrechnet habe, müsste meine Auszahlungsgrenze eigentlich erreicht sein, aber es kommt nicht. Oder warten lieber bis zum 1. Monats und gucken dann alle durch, wer die Auszahlungsgrenze erreicht hat. Du weißt einer, wie das abläuft? It's known enough. 9 Monate steht da, ja. In Syrien ist es für 1 bis 3 Monate, oder? Und Tienchen ist bei 6 bis 9 Monate. Noch einmal, Tienchen, da hast du ein rotes Set. Och, ist das nicht schön. Rot, eine richtige Farbe. Noch ein letztes Mal. Ja, der Techniker, ne, der hat abgesagt fürs Wochenende. Der kommt nur erst am Montag. Kotzwirk, Kotzwirk. Deswegen kann ich den Techniker erst am Montag verprügeln und muss heute mit einer Krückenleitung streamen. Wie schon gesagt, ich habe nur 2000 Kilobit von 4000 kommen nur noch an. Und ich habe Goal gemacht, damit ich meinen Internetanbieter in Zukunft generell schnelleren Upload aus dem Kreuz lernen kann. Dann gibt's ein neues Ziel Bully Baby. Ja, wer ist das dann? Dieses Ziel Bully Baby heißt ja. Syrien, wie machen wir das mit der Tasse? Oh, du hast auch geile Tassen, da könnte ich mir auch einen drauf runterholen. Wenn ich jetzt noch Materie ansammeln würde, würde ich jetzt sofort so eine pinke Glitzertasse von dir wollen, Snowne. Die Tasse ist ja der Hammer. Ich wollte einen Screenshot sogar davon machen, als du die in die Kamera gehalten hast. Und dann hat es nicht funktioniert. Steuerung, Alt, Druck, habe ich auch eine Taste nicht an sie gegriffen. Also das ist ja mein Ding. Ich hätte gern ein perfektes Foto von dieser Tasse. Das wäre schön. Das ist eine geile Tasse. Wenn ich diese Tasse hätte, die würde ich auf meinem Essenskanal jedes Mal draus trinken, bei meinen Essensvideos. Würde ich jedes Mal aus dieser wunderschönen Tasse trinken. Magenta, ja noch schöner. Ja, alles eine Meere. Rosa, Rot, Magenta, Pink. Das ist eine Nuance von Rot. Und ich mag alle Nuancen von Rot. Magenta, unser schöner. Habe ich noch keinen Namen dafür. Lass dir schon mal einen einfallen. So eine Wurft. Ach ja. Hat Syrien geschrieben? Syrien ist jetzt bei mir mit lila Namen angezeigt. In Twitch mit lila Namen? Mein Chatprogramm hat Syrien roten Namen. Das heißt, er hat keinen fix festgelegten Namen. Kann das sein? Ja, 14 Euro, dann schicke ich dir eine. 14 Euro kostet die. Wie viel basten da rein? Ich überlege mir das wirklich, weil die Tasse ist schon endgeil. Dann müsste ich dann aber ein anderes Gefäß dafür beseitigen. So muss man das als Ex-Messi, als Minimalist. Also ich ein neues Getränkgefäß. Zum Glück habe ich vorher auch zwei verkloppt. Ich habe ein Nutella-Glas gehabt, also längliches Trinkglas, passt ein halber Liter rein, habe ich zerkloppt. Dann habe ich Martini-Glas von meiner Freundin zerkloppt. Und ich müsste wieder was verkloppen, wenn ich mir jetzt nur eine Tasse hole. Die ist echt geil, die Tasse. Die ist wirklich richtig geil. Wer hat denn die hergestellt? Also welche Firma macht sowas? Also wie funktioniert das genau? Klär mich mal auf. Geschenk besorgt, Schatz. Gott, ihr haltet mich schon wieder vom Spielen ab.
Ich hätte gar keinen Zuschauer erwartet, weil seit Monaten. Ach, hast du ein Geschenk für mich? Gib her hier. Immer wenn die Geschenke auf dem Kopf haben, heißt das, sie haben eins für mich. Weil ihr so lieb. Habe ich ein kleines Geschenk. Gib's her. Ich rechne gar nicht mit Zuschauern. Jetzt habe ich so viel Chat, dass ich nicht zum Spielen komme. Auch nicht schlecht. Pfui! Nicht machen! Das kann. Da kriege ich einen Hirntumor. Lass das! Das kannst du nicht bringen! Du kannst dich nach vielen Jahren einen diese Farbe ändern! Ich sage immer zu meinen Zuschauern, das geht nicht gut in meinem Hirn. Ja, Syrian würde Lila echt stehen, muss ich sagen, weil es sieht im Twitch-Chat richtig gut aus. Auch in meinem Chatty hat er. Tienchen, lass das! Sonst nenne ich dich ab heute Holy! Ich verknüpfe doch die Farben immer mit Personen. Ich gucke doch überhaupt nicht mehr auf den Namen. Wie kann man die Farbe wechseln? Irgendwo unten im Zahnrad kannst du irgendwo was aufrufen unterm Chat. Und da öffnet sich dann so eine Palette mit Farben. Und dann kann man es dauerhaft einstellen. Ich habe mir dauerhaft rot gemacht. Und Delfino ist dauerhaft rot. Snone ist dauerhaft blassrot. Und Tienchen ist dauerhaft gelb. Und Holy ist dauerhaft lila. Das sind so meine Stammzuschauer. Und Quatschnie und Toll sind hellblau und dunkelblau. Und ich achte nur noch mit dem Augenwinkel auf die Farbe. Ich lese nicht mehr den Namen. Das heißt, ich nenne euch dann anders. Ach, gucke, Holy hat wieder geschrieben. Unten rechts ist ein Zahnrad, da kannst du das ändern, Sirion. Das hat Holy gerade geschrieben, weil Holy ist der Einzige, der hier lila hat. Und ganz selten noch nur Horatius. Das ist dann gefährlich, wenn beide lila sind und beide mit H anfangen im Namen. Das ist dann richtig schlimm für mich. Das geht nicht, bin am Handy. Au, dann musst du das später im Browser machen. Die Farbe an sich ist nicht schlecht, ne? Aber ich erkenne das nicht mehr als Tienchen. Da kriege ich echt Krebs. In den Augen, im Gehirn, im ganzen Körper, da gehe ich kaputt. Da sterbe ich. Gib mir das Geschenk her. Weil ihr so lieb wart, habe ich ein kleines Geschenk besorgt. Ja, her damit. Verbesserter Erfahrungstrank. Ein schwacher Erfahrungstrank. Mit der Hoggings McGuffey Erfahrungsgrade entspricht er etwa, bin auf dem Markt einem alten Kumpel begegnet. Benutzen. Ja, damit. Zack. Danke dir. Ach, hab ich einen lieben Schatz im Spiel. Hat mir Erfahrungspunkte geschenkt. Und was hast du hier für einen Schatz geschenkt für mich? Bin so beliebt, ich mache einen auf gut. Die schenken mir alle nur noch ganz da. Finde ich auch so. Ja, die Farbe ist schön. Aber ich kann nicht, ich erkenne dich dann nicht mehr. Hirnumstellung, Neuronen gehen kaputt. Nicht Veränderungen in mein Leben bringen. Ah, dann kommt morgens nur noch ein Gelb an. Oh Gott. 330 Milliliter passen da rein, ziehe in die Tasse. Echt, die sah größer aus. Als du die so in die Kamera gehalten hast. Oder war das eine bildverzerrende Fischaugenkamera? Ich dachte, da passen 500 rein. Schade, das ist ein bisschen kleine. Unterhalb ein Liter lohnt sich bei mir kaum. War gar nicht. 330. Schade. Das ist echt zu schade. Weil wenn ich einen Schluck mache, ist ein halber Liter immer weg. Wenn ich aus dem Glas saufe, da sage ich mir immer, es muss mindestens einen halben Liter fassen können. Das ist echt schade. Gibt's ihn ja auch in groß, kann man ihn groß herstellen lassen, extra für mich Spezialanfertigung. 500 Milliliter oder 750 Milliliter, dann sogar noch besser. Ich hatte dieselbe Farbe wie Tomcat. Tomcat war gelb, ne? Oh, Tomcat ist ja uralt. Der war ja schon ewig nicht mehr. Hier lebt er noch. Weiß einer, wo der geblieben ist? Der war bestimmt schon ein Jahr nicht mehr in meinem Stream, Minimum. Nee, das geht nicht, Knuddeltienchen. Leckt der Stream bei noch jemanden? Ja. Liegt am Bambus. Wenn ihr wollt, dass meine Streams nie wieder lecken, da ist ein Goal. Lecke ich nur optisch oder auch akustisch? Wenn ich akustisch lecke, mache ich einen Stream aus und streame nochmal frisch mit einem 500 Kilobit. Dann würde ich das, dann Viereck aber. Also dann habt ihr, aber es ist nicht so schlimm. Also ich habe schon mal mit 500 Kilobit gestreamt. Sims 4 im Jahr 2016. Mit meiner 16.000er Internetleitung, 1000er Upload-Leitung habe ich mal mit 500 Kilobits geschrieben. Und wie schon gesagt, ich habe eine immer jeden Tag schwächer werdende Leitung. Aber wenn ich das Ding da habe, dann
Wenn das voll wird, dann lerne es. Du hast 5 Minuten Ziel. Was soll ich lernen? Kontext. Lila ist einer meiner Lieblingsfarben. Die vorherige nicht so. Du kannst dich jetzt aber nicht nach so vielen Jahren einfach dein Gimmick ändern. Das geht ja gar nicht. Da spendet dir niemals jemand mehr Geld. Hallo, hier sieht man mein Geschenk. Soll ich mir mein Geschenk geben? Hier sieht's doch faul herum. Ja, der lebt noch. Streamt selbst zur Zeit. Tomcat? Okay. Er streamt seit 5 Tagen durchgehend. Krass. Dann habe ich den nicht abonniert. Dann habe ich das gar nicht gesehen. Ich wusste gar nicht, dass überhaupt, dass das ein Streamer ist. Ich kenne ihn immer nur als Zuschauer. Als relativ freundlichen. Ja. Nicht sehr redsam, aber freundlich. So, etwas mehr rot. Optisch. Moment. Und akustisch. Ich lecke akustisch, das ist scheiße. Oh, das ist übel. Das ist übel. Ich kann auch nicht verstehen, wenn ich einen Speedtest mache, dann jagt mein Nonneliner auf 2000 hoch. Von 4000, die ich haben müsste. Und bei OBS schwankt auch manchmal bis 300 runter. Und das ist dann echt übel. Ich höre mal kurz selber meinen Stream rein. Ich mach mal Test. Zungenbrecher. Wenn dicke Nichten im dichten Fichten dickicht dichten, dann dichten dicke Nichten im dichten Fichten dickicht. Wenn dicke Nichten im dichten Fichten dickicht dichten, dann dichten dicke Nichten im dichten Fichten dickicht. Nein, dein Gimmick, das geht ja gar nicht. Das spendet dir niemals.